Und schon wieder zurück bei Pathfinder Wrath of the Righteous. Und ich habe viel zu viel mit diesem Gimmick rumgespielt. Habe aber jetzt erstmal alles wieder zurückgesetzt. Das Einzige, was ich wirklich nachhaltig verändert habe, war der Kopfschmuck von ihr. Sie hatte nämlich diese komische Krone auf, die schön ist, aber halt ihre Haare komplett sah so topfartig aus. Das habe ich mal so ein bisschen ersetzt durch eine Krone, die ihr vielleicht ein bisschen besser steht. Ansonsten habe ich jetzt erstmal alle Ausrüstung so gelassen, wie sie ist. Aber ich werde mit Sicherheit in Zukunft noch ein bisschen damit rumspielen. Vor allen Dingen muss ich beim Händler dann nochmal gucken, ob ich nicht eventuell alte Rüstungen, die richtig gut aussahen, nochmal zurückbekomme. Nur um sie zu übertragen. Jetzt ruhe ich aber erst einmal. Ach, ich hätte... Bin doof. Ich hätte gucken sollen, ob wir nicht... Eventuell... Ob wir nicht eventuell den Hauptmann schon mal suchen. Hold on. Did you just offer me some tea? Without forcing me to listen to a 3-hour sermon on my wayward life, you're learning, lad. Of course I'll have some. Na, ich glaube, Soziel ist alles in allem einfach ein bisschen lockerer geworden auch. Frisch ausgeruht und voller Tatendrang. Dieser Golem. Ich will immer noch Dinge tun, aber naja, lassen wir das. Hier war jetzt nichts mehr zu tun erstmal. Das bedeutet, wir gehen nochmal raus, denn es wurde ja auch angeschaltet. Hier in den Straßen. Vermisste Speer. Also muss der ja hier irgendwo draußen stehen. Wenn das Ausrufezeichen da ist. Das war's aber nicht du, ne? Nee, nee. Wir müssen Hauptmann Seilkind finden. Es wäre schön, wenn der auf der Karte einfach angezeigt werden würde. Wenn da einfach stände. Übrigens, hier ist der Seilkind. Ist das Arsinoe? Nystra. Harmatan. Sull. Händler, Händler. Schmied. Dorgelinda. Juwelenhändler. Arcana Weber. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich laufe jetzt mal rum und suche den mal eben. Und wir sehen uns dann wieder, sobald ich ihn gefunden habe. Ich glaube, das ist die beste Option, die wir jetzt machen können, bevor ich jetzt hier mit euch gemeinsam 15 Minuten durch die Stadt laufe. Wir sehen uns in 2 Sekunden wieder. Einen ganz kleinen Augenblick. Ich bin ja auch doof, ne? Krass an ihm vorbeigelaufen. Hier steht er nämlich rum. Er wird auf der Karte nicht angezeigt. Der Hauptmann der Vorhut der Schwarzstein-Kompanie verbeugt sich knapp. Wie kann ich zu Diensten sein? Ich habe die vermissten Speer gefunden. Sie sind tot. Seilkind senkt den Kopf und schweigt. Nach einer Weile nickt er betreten. Nun, wir sind im Krieg. Danke, dass ihr das Schicksal aufgedeckt habt. Was genau ist ihnen widerfahren? Oh, das weiß ich nicht. Ich habe nur die Leichen gefunden. Etwas muss schiefgelaufen sein und den Plan gestört haben, sonst wäre es meinen Leuten gelungen, sich zurückzuziehen. Moment! Ich habe doch da auf der Karte alles erkundet. Moment. Oh nein. Oh nein. Ich habe doch da auf der Karte alles erkundet. Oh, jetzt bin ich, hätte ich da was, da hätte ich mit Sicherheit was anders machen können, ne? Hätte das irgendwie anders lösen können, hätte früher hingehen müssen oder sonst irgendwie was. Das wäre mit Sicherheit möglich gewesen und dann wäre was anderes dabei rumgekommen. Jetzt muss ich das ganze Spiel nochmal durchschaffen, um es anders zu lösen. Und ja, ich gucke gerade nach Rüstungen, die hübsch aussehen. Du, das ist... Seid mir nicht böse. So. Ritterrüstung. Die Schilde sehen auch hübsch aus. Das Schild von Soziel zum Beispiel gefällt mir überhaupt nicht für ihn. Es ist halt schön, also es ist halt gut, aber es gefällt mir nicht. Ah. Ja.
Der bärtige Quartiermeister nickt dir freundlich zu. Was kann ich für euch tun? Euer Vorrat würde jedem Weinladen vor Neid erblassen lassen. Benötigt der Kreuzzug wirklich derart viel Alkohol? Wilzer lächelt schüchtern. Glaubt nicht, dass ich versuche, Trunkenheit unter unseren Kreuzfahrern zu fördern. Das dient alles nur dem Spaß. Die Leute müssen etwas Dampf ablassen können. Wenn Soldaten sich am Feuer versammeln und auf die Lebenden und Toten trinken können, erinnert sie das daran, dass das Leben weitergeht. Wer aber übermäßig trinkt oder darüber seine Pflichten vernachlässigt, der bekommt von mir keinen Tropfen. Nichts ist deprimierender als der Anblick eines Säufers. Da hat er recht. Glänzende Bänderrüstung. Adamantkettenhemd, Turmschild, leichter Schild der Geringen. Das Schild sieht gut aus. Sieht echt schön aus. Fließende Schuppen sieht auch schön aus, die ganzen Schilde hier. Ich muss da bei Zeiten, muss ich da vielleicht nochmal. Wobei, so viel Geld ausgeben dann dafür, das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn, ne? Das ist ja eigentlich obsolet. Naja, gut. Lassen wir das. Ich sollte mich nicht so sehr davon beeinflussen lassen. Gut, das bedeutet, wir haben hier nicht mehr so viel zu erledigen. Das Einzige, was uns noch offen steht, beziehungsweise was noch offen ist, was wir unbedingt jetzt abschließen müssen, bevor wir den Mitternachtstempel angreifen, ist das hier. Ich versuche es noch einmal. Ich kann nicht garantieren, dass wir wirklich viel weiterkommen. Wir haben ja jetzt auch nochmal ein paar Buffs und so weiter uns auf die Leisten gelegt, die wir regelmäßig nutzen können. Elektrizität war das, das Gebot der Stunde dort, ne? Ich erinnere mich dunkel. Und wenn wir es nicht schaffen, dann ist es halt so. Ich versuche mich da nicht mehr so sehr zu stressen, dass wir zu 100% alles schaffen müssen. Ich glaube, das geht auch gar nicht. A Pathfinder Wrath of the Righteous ist keines von den Spielen, die man im ersten Durchlauf zu 100% schaffen kann. Das ist absolut unmöglich. Oh, halt. Bitte die Legion des Fuchses, die könnte auch mal wieder nach Hause zurückkehren und dort oben frische Soldaten aufnehmen, ne? Nein, ich will nicht kämpfen. Denn dafür haben wir unser ganzes Geld ja mehr oder weniger zurückgehalten. Damit die Legion immer gut ausgerüstet ist. Von den Söldnern gefällt mir keiner und neue anheuern kann ich gerade auch nicht. Habe ich denn nicht hier noch? Warte mal, Legion der Azata, die steht da unten. Und hier ist nichts dabei, was ich übertragen könnte. Nee. Okay. Ja, alle sind erschöpft. Wir können mal eine Ruhepause einlegen. Warte mal, bist du bestens geeignet dafür? Ja. Okay, dann passt das. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, das passt auch. Alles klar. I saw a knight, a young woman, younger than me, but gray-haired, with a fixed gaze. And I realized, she's not going to return from this war, even if she survives. Neither are we, Socille. Not you, not me, but at least we'll be able to put an end to this war. So no one else will have to go through this. Ja, ich glaube, darum geht's, ne? Dass niemand anderes das hier erleben muss. Wir müssen es beenden. Es läuft schon viel zu lange. Viele Generationen von Kreuzfahrern, die hier hingekommen sind, um hier zu kämpfen. Es ist schon viel zu lange. Ich krieg schon Flashbacks, wenn ich hier nur wieder zurückkehre. Ich erinnere mich da oben bei dieser eine Raum, den wir definitiv nicht geschafft haben. Zumindest nicht mit den Fähigkeiten und mit dem Level, den wir zu dem Zeitpunkt hatten, als wir da hingegangen sind. Der war hier oben, da genau, hier entlang war der Raum. Diese Tür, die wir öffnen konnten. Ich will hier gar nicht sein. Warum komme ich hier hin? Warum tue ich das? Ich weiß es nicht. Here we go. Okay, neuer Versuch. Zack. Speichern. Jetzt Pause. Erstmal
Wo war das? Hier. Gemeinschaftlicher Schutz vor Pfeilen. Du haust bitte deine Aura der größeren Tapferkeit rein. Du haust für alle einen Segen raus. Das hier sparen wir uns für später, aber den Heldenmut. Den zumindest können wir, ich glaube, auf alle unsere Leute einmal zaubern. Derweil kann Satoru auch hier die Ode an die wundersame Magie persönlich. Moralbonus von plus 4, Zauberresistenz, Rettungshof. War es das? Gemeinschaftliche Energie widerstehen. Oh, jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, welche Energie war denn das? Elektrizität? Nee, das machen. Dagegen sind die ja anfällig. Oh, das muss ich gleich im Kampf machen. Ja, auf jeden Fall bekommt Soziel eine magische Waffe. Dann gibt es hier noch den Heldenmut für ihn. Und dann bekommt Sela eine magische Waffe. Und wir bekommen selbst noch eine magische Waffe. Nee, hier. Arushali bekommt die magische Waffe, weil sie ist unfassbar schnell. Nee, Moment, Lan bekommt die. Falsch, so rum. Und, so, dann bekommen wir bitte alle noch einmal. Wo war es noch gleich? Ich glaube, sie hatte das. Gemeinschaftlicher Schutz vor Bösem. Und wir bekommen alle eine wundervolle Hast obendrauf. Jetzt sind wir gut vorbereitet, jetzt fühle ich mich gut. Guten Tag. Ja, Satoru bekommt halt jetzt gerade ziemlich viel ab. Achso, jetzt kann ich mal gerade nachgucken. Pass auf. Energieresistenzen. Womit greifen die denn an? Das ist die andere Frage. Heftiger Angriff, defensive Kampfweise. Mit guten Waffen und Adamantwaffen können wir sie. Empfindlichkeiten gegen Elektrizität. Durchbohren, das ist alles physischer Angriff. Da können wir gar nicht. Können wir gar nicht viel Sinnvolles mitmachen. Wir können jetzt natürlich noch einen Blitz hier durch. Zwiebeln. Oh, warte. Halt. Müsste der nicht durch beide gehen dann? Ob Satoru hat's erwischt. Ist aber auch jetzt erstmal nur ein Test. Hab ja extra gespeichert, als wir die ganzen. Naja. Okay, das hier hatten wir ja. Ich könnte natürlich noch den Engelsaspekt. Das könnte auch ganz gut helfen. Die Arbeiterin hier interessiert das überhaupt nicht, ne? Okay, ich muss verhindern, dass die uns einzeln rausnehmen. Also ich muss eigentlich gucken, dass wir die hier an der Tür blockieren irgendwie. Ja, okay.
Okay, ich habe ein paar Informationen da rausgezogen. Ich muss hier irgendwie in der Tür blockieren. Gucken, dass unsere Nahkämpfer vorne stehen. Vielleicht hole ich auch nochmal Wismut mit dazu. Ach so, stimmt. Ich könnte ja noch unsere Gefährten mit dazu holen. Haha, das habe ich ganz vergessen. So, pass auf, Spiel geladen. Es ist alles drin. Die magischen Waffen wurden verteilt. Die Hast ist da. Wir sollten dann auch unsere Zauber raushauen wie nichts Gutes. Du aktivierst hier nochmal dein Schwert. Waffe gute Gesinnung. So, bitteschön. Das war nämlich die Waffe, die den meisten Energieschaden macht. Wir haben jetzt natürlich die ganzen Energiewaffen nicht mit dabei, was ein bisschen doof ist. Plus 3 Stufen. Mhm. So, was wollte ich machen? Ich wollte Schutz vor Bösem hatten wir schon rausgehauen. Gemeinschaftlicher Schutz vor Bösem. Die massenkatzenhafte Anmut können wir eigentlich auch nochmal eben... Flop. Dann hat die auch nochmal jeder. So, das heißt, wir gucken, dass wir unsere Nahkämpfer hier vorne hinstellen. Dann holen wir hier noch den Humpen des freien Geistes. Dann hole ich gleich die Azata noch mit dazu. Und Wismut. Okay. Kann ich denen nicht sagen, dass sie bleiben sollen? Genau das macht er nämlich dann, ne? Dann kommt er sofort zu unseren Leuten hier hinten. Das ist ziemlich doof, das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, das machen wir auf jeden Fall schon mal auf ihn. Ach, jetzt gehen sie beide auf unsere Leute da hinten. Das gefällt mir ja überhaupt nicht. Hätte die Blitzwaffen mitnehmen sollen, ne? Habe ich das nicht? Warte mal. Nee, habe ich natürlich nicht. Doch, sie hat das Blitzlang... Oh! Er hat ja... Da hätte ich Blitzlangbögen noch mit reinnehmen müssen. Nee, die Blitzwaffen habe ich natürlich zu Hause vergessen. Ich bin auch doof. Und ich sage eben noch, ich sollte meine Verbündeten mit herholen, ne? Hat ja wieder gut funktioniert. Naja, die heilen sich halt sofort wieder hoch, ne? Das, was wir ja schon kennen... Unverletzt.
Kann ich denn bei ihr mitten im Kampf die Waffe wechseln? Kann ich. Und der kann jetzt auch nur mit Elektrizität besiegt werden, dauerhaft. Sonst steht er nämlich wieder... Jawohl. Oh nein! Ich habe aus Versehen den Arbeiter angegriffen. Das war nicht meine Absicht. Die sind aber gar nicht böse, oder? Doch, chaotisch böse, alles klar. Begone, Fiend! Ich kann Sila ja auch einfach über diese Art und Weise heilen erstmal. Sie kann ja zum Glück selber Hand auflegen auf sich. So, halt. Bitte Sila weiter auf ihn hier einschlagen. Nein! Da steht er nämlich schon wieder auf. Achso, er ist glaube ich nur umgefallen. So, Sila trotzdem weiter auf den hier einschlagen, bitte. Jawohl, mit einem blitzlangen Schwert kann sie nämlich da endgültig ein Ende machen. Und so ganz alleine ist der gestärkte Succubus dann auch nicht mehr so eine große Bedrohung, ne? Wir haben es einen Raum weiter geschafft. Was bin ich stolz auf uns? I did it. It happens sometimes. Basierend auf deinem umfassenden Wissen nimmst du an, dass diese summenden Kisten die Gehirne des Schwarms der Umstehenden den Maschinen sind. Der Umstehen? Der Ort, an dem ihr Gedächtnis und Wissen gespeichert ist.
I think I did it. Du erkennst, dass alles Wissen über das Lager, das dich umgibt, in den Tiefen dieser Maschine gespeichert und verarbeitet wird. Sie enthält Informationen über die Funktionsweise der Apparaturen des Lagers und über frühere Versuche, die Anlage zu erstürmen. Und kann ich jetzt irgendwas Sinnvolles damit machen, oder? Ja, Wismut, mach du mal die Tür auf. Ach, das ist die Tür. Guck mal, die kann man nur von hier. Zack, die Tür ist jetzt geöffnet. Beautiful. Oh, was ist das denn? Oh, wie viele Türen gibt es denn hier? Ah, das sind zum Glück nur Rekruten. Oh, Amber hat noch den Blitz aktiviert. Moment. Ich glaube, ich sollte hier tatsächlich für Sila das Blitzschwert aktiv halten. Ich erinnere mich, hier waren wir. Genau. Wie viele Türen gibt es denn hier? Wismut. Das steckt schon im Namen. Wismut. Er ist sehr mutig. Was ist das? Okay, ich glaube, wir haben die blockierte Tür aufgemacht, die uns von dem... was war das denn? Mikrofon wurde gerade rot angezeigt. Warum das denn? Ich glaube, wir haben die Tür aufgemacht, die uns fernhält von dem eigentlichen Ziel, auf das wir hinaus wollten. Präsentiert den Zugangsschlüssel, um das Tor zu entriegeln. Ja, den Zugangsschlüssel habe ich gerade nicht. Das da können wir gerade auch nicht öffnen. Da unten war doch noch eine Tür, nicht wahr? Nee, hier war keine Tür mehr. Du musst dich vor dem gefährlichen Psionikfeld schützen, das diese Tür umgibt, ehe du sie öffnest. Okay. Also die können wir nicht öffnen, da oben die Tür können wir nicht öffnen, oder da hinten die Tür. Die hier können wir öffnen von der anderen Seite. Also von hier quasi. Zack. Jetzt sind wir wieder hier, da wo wir ursprünglich nicht weitergekommen sind. Diese Tür können wir nicht öffnen. Die ist ja verschlossen. Und hier gab es ja auch keine Möglichkeit, erstmal an die Tür ranzukommen. Das heißt, der einzige Weg, der uns offen steht, ist aktuell der hier oben. Ich hasse alles. Ich hasse die gesamte Welt. Häuptling Kara. Zusammen mit zwei weiteren von diesen Dingern. Okay, und sie ist da oben unerreichbar. An sie kommen wir gar nicht ran. Das heißt, wir müssen quasi einmal komplett rasten und diesen ganzen Kampf, den wir eben gemacht haben, wo wir ja gesehen haben, er ist ja durchaus gewinnbar, so ist es nicht, den müssen wir hier oben nochmal machen. Nur jetzt mit der Erweiterung, dass da noch jemand auf uns runterschießt. Und sie hat dann wahrscheinlich die nötigen Schlüsselkarten. Ich habe schon gesehen, da hinten ist eine weitere von diesen Apparaturen, mit denen wir wahrscheinlich dann diesen Weg hier freischalten können. Und sie hat wahrscheinlich auch die Zugangskarte und die Schlüssel, die wir brauchen, um alles hier zu schaffen. Aber dafür müssen wir erst einmal komplett rasten und wieder das ganze Spiel von vorne. Ich freue mich so, aber ich will es auch irgendwie schaffen. Irgendwie will ich es auch schaffen jetzt. Wir haben uns so weit vorgekämpft.
Jetzt will ich auch wissen, was hier zu finden ist. In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal bis gleich. Tschüss.